Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wir sind wieder live auf Twitch mit Sims 4 und unserem Szenario Pflanzensim. Und unsere liebe Legola, unser Pflanzensim, hat sich im letzten Stream in einen Vampir verliebt. Und zwar in Caleb. Das Ganze ist sehr plötzlich passiert. Caleb stand plötzlich vor ihrer Tür und hat dort Zuflucht gesucht. Denn bevor Legola dieses Haus betreten und bewohnt hat, ist er immer zu ihr nach Hause gegangen und hat dort einfach ein bisschen gechillt, hat sich versucht, so ein bisschen den Kopf frei zu schaufeln, weil er immer so viel im Kopf hat. Und er ist ja, wie gesagt, ein Vampir. Und er flieht immer so ein bisschen von Forgotten Hollow und zieht hier oder ist hier immer rumgestriffen. Und plötzlich wohnt in diesem Haus jemand, und zwar Legola. Legola weiß nicht, wie sie dorthin gekommen ist, denn sie ist einfach da gewesen. Sie hat ihre Augen aufgeschlagen und war dort. Sie weiß nicht, wo sie herkommt, was sie gemacht hat vorher. Sie ist einfach ein, ja, süßes Girl, die jetzt plötzlich in diesem Haus lebt. Und man muss auch dazu sagen, dass Legola mal ein ganz anderer Charakter ist als die Charaktere, die wir sonst so spielen. Sie ist ein sehr naiver Sim, würde ich behaupten. Sehr unerfahren und auch sehr, also sie ist auf gar keinen Fall dumm, aber sie ist, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Ich will auch das richtig stellen. Also sie ist einfach ein bisschen, ich würde es einfach naiv nennen und unvorsichtig und leichtgläubig und ist so ein bisschen so eine kleine Blume, die auf der Wiese weht. Wisst ihr, was ich meine? Also sie ist so ein bisschen leichtfüßig, sehr, sehr naiv. Ja, Ace findet die Rolle ein bisschen schwierig, das ist doch aber absolut in Ordnung. Jeder wird diese Rolle mögen. Ich finde die Rolle mega süß, weil wir so eine Rolle auch noch nie hatten. Unbeholfen, ja, unbeholfen trifft es ganz gut. Und Clara Lüchen, willkommen im Stream. Ihr werdet an der Seite auch schon lieb von den Twitch-Zuschauern begrüßt, die gerade live dabei sind. Und ja, also wie gesagt, nicht jeder wird den Charakter mögen. Ich persönlich finde den Charakter ziemlich spannend, weil sie eben so ist, wie sie ist. Und sie hat halt keine Ahnung, wie dieses Leben hier läuft, und somit stellt sie viele Fragen. Sie weiß zum Beispiel nicht, was es bedeutet, wenn man Sex hat. Sie hatte jetzt mit Caleb Sex und ist total überrascht und denkt jetzt, jetzt müssen sie heiraten, weil das in einem Buch stand, das sie gelesen hat, in irgendeinem Liebesroman. Und viel hat sie sich jetzt aus Büchern zusammengereimt. Sie weiß auch, dass Caleb ein Vampir ist, aber sie versteht gar nicht wirklich, was das jetzt bedeutet. Sie versteht, dass er Menschen aussaugt, aber er hat auch nicht wirklich Bedürfnis, sie auszusaugen, weil sie ist ja ein Pflanzensim. Und er weiß nicht, warum es so ist, warum er kein Bedürfnis hat, sie auszusaugen. Ja, irgendwie so. Und ich würde sagen, wir starten jetzt auch direkt rein. Ganz viel Spaß und let's go! Tada! Da ist sie, die süße Maus. Und Gucci Vera, Hallöchen. Ja, genau, also das ist sie. Wir haben auch einen kleinen Waschbären, und zwar Sax. Der ist hier unten, der ist richtig süßi. Und ja, sie will auf jeden Fall Caleb auch fragen, ob er sie heiraten möchte. Das steht hier unten schon. Mit Caleb verloben möchte sie gerne. Und ich spiele ihre Rolle. Ich nehme ihre Rolle sehr ernst. Man muss aber auch dazu sagen, dass ihre Rolle auch ein bisschen anstrengend werden kann für euch. Also, ja. Wir haben ja noch so ein paar Quests, weil wir ein Szenario spielen. Wir müssen zum Beispiel noch die Sonnenlicht absorbieren von Photosynthesen-Dingsen. Ja, und so weiter. Dein Sax macht dein Bett kaputt. Was möchtest du tun? Mit Caleb lautet. Ach. Hi, Caleb. Und er sagt jetzt, hi, Legola. Okay, ich muss jetzt gleich nochmal ein bisschen raus in den Garten, weißt du? Oh, in den Garten? Ja, ich muss noch pflanzen. Und er sagt, ja, klar, mach doch. Ah, die Gartenzwerge waren ja, oh mein Gott, wie sieht mit unser Garten aus? Aber es ist natürlich toll, der Feiertag jetzt. Der kommt uns genau richtig, weil dann können wir diese Samenpakete pflanzen. Und wir haben uns überlegt, ob wir ein Gewächshaus bauen, gell? Okay, was können wir tun? Wir haben Herbst, das heißt, es ist bald Winter. Vielleicht können wir schon die Wintersamenpakete öffnen. Ups, nicht in der Welt platzieren, bitte. Ist sie schon wieder kein Pflanzensim? Das hält ja nicht mal einen Tag, ihr Pflanzensim da sind. Boah, aber die Gartenzwerge verkaufe ich jetzt. Das geht mir zu lange hier mit diesen Zwergen. So. Die schmeißen mir zu viel Samenpakete durch die Gegend. Was haben wir denn jetzt alles? Guck mal, das kannst du auch nochmal öffnen. Dann könntest du diese Blumen hier schon mal pflanzen. Was sind das für Pflanzen? Krokussüsse, das ist gut. Klappt ja nicht so gut mit dem Beet hier. Herbst.
Huch, aber sind wir gestern auf Play zu drücken. Wir machen jetzt ein paar Sachen ein. Am besten würzige Pilze und diese Sachen. Ich habe mal alle Samenpakete geöffnet. Genau. Und Jennychen, Hallöchen. Nee, hört mal auf. Die Jasmin, die kann sich das einteilen. Die schafft es. Die kann sich doch mal zusammenreißen. Ach, stimmt ja. Wir hatten ja ein kleines Feuerchen gehabt. I remember. Unsere Dunsttaube ist noch kaputt. Hupsi. Weil Legola nicht so gut kochen konnte. Vielleicht macht sie es jetzt besser. Let's have a look. Legola, du musst ein bisschen auf dein Leben aufpassen. Verstehst du? Als Pflanzensim um eine Pflanze kümmern. Ja, wie sieht es denn hier oben eigentlich aus? Ah. Ah, gut. Jupp, also. Ich meine, wir könnten schon eine Erdbeere pflanzen, ne? Komm, wir machen noch so ein Beet hin. Ich wollte ja eigentlich so ein paar Beete haben, aber die waren ja dann zu teuer gewesen, ne? Ich wollte das hier haben, weil das so ein schönes Beet ist. Mal da mal rüber. Ich hoffe, dass sie da auch an den Rand kommt. Ich glaube es nämlich gerade nicht. Sie ist ja gar kein Pflanzensim mehr, ja. Weil sie sich ständig irgendwie zurückverwandelt. Momo! No. So, sie ist wieder ein Pflanzensim. Gut. Ob du jetzt mal bitte aufhören willst, das Bett kaputt zu machen? Wow. Sie ist wieder eine Pflanze. She's a plant. Ob wir ein bisschen mit unserem Hasen hier schmusen wollen? Noemi, Hallöchen. Und dann sagen wir, hey, aber du darfst doch nicht unser Bett kaputt machen. The lawn? Fire! Oh, ooh, drip. Knuckles down, 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 down. Okay, dann würde ich sagen, fragen wir Caleb, ob er bei uns sein möchte. Hi Caleb, ich bin's. Ja, ich bin es, Legola. Ob du vorbeikommen möchtest, wollte ich dich fragen. Wäre schon schön, weil da muss ich nicht alleine schlafen, weißt du? Oh, bei dir schlafen? Na klar komme ich vorbei, Legola. Okay. Er geht einfach rein. Sie hat ihn gar nicht reingelassen, aber er geht einfach rein. Ich meine, er darf auch einfach reinkommen, aber er geht einfach rein. Pumray! Tippa tippa! Ich wollte gerade sagen, wird er aus. Oh, nee. Oh, jetzt verstehen sie sich auf einmal. Krass. Und einfach Demi, Hallöchen. Herzlich willkommen im Stream. Dankeschön für deinen Host. Schön, dass du reinschaust. Und Tegla, Hallöchen, Girl, Legola, ja, ja. Und Wiene, Hallöchen. War das irgendein Pack mit dem Pflanzensim-Ding? Tatsächlich ist das Base Game Jette und das Szenario kannst du auf jeden Fall auch spielen. Du brauchst halt diese Frucht, um den Sim zu verwandeln. Ob sie jetzt bitte zusammen dahin gehen wollen? Genau, mit dem Pflanzensim-Szenario. Genau. Wir schwärmen mal von Gartenarbeit und dann werden wir mal mit ihm ein bisschen in Love gehen, okay? Dromis? Gut, dass du gekommen bist, Caleb. Ich find's einfach nur schön, dass du da bist. Wollen wir uns zusammen ins Bett legen und wieder diese Dinge tun? Du meinst Techtelmechteln? Ja, genau, diese Dinge. Das ist schön. Komm. Ups, jetzt habe ich das Bett eingesammelt aus Versehen. Naja. So, sie machen jetzt Dinge. Rein da. Ja. Nein! Caleb, don't! Ich hab doch Pläne, raus da! Caleb, nee! Caleb! Keiner hat dir gesagt, du sollst Kondome verwenden.
Caleb, keiner hat dir gesagt, du sollst Kondome verwenden. Was ist denn los mit dir, Caleb? Wer hat denn gesagt, dass du Kondome verwenden sollst? Ich meine, Leute, Verhütung ist wichtig. Es ist ganz wichtig, sich zu schützen, okay? Das ist das Erste. Kondome sind wichtig. Wenn man mit Fremden Geschlechtsverkehr haben will oder mit Leuten, bei denen man... Ist es wichtig, dass man verhütet. Ich brauche euch das nicht erklären. Ihr habt hoffentlich alle eine Aufklärung in der Schule erlebt oder werdet sie noch erleben. Da möchte ich nicht diejenige sein, die euch aufklärt. Sexualkunde in der Schule ist wichtig und richtig. So, ich mache aber eine andere Sache hier. Ist ja eine Ausnahme, dass Sandra sauer ist, weil Kondome verwendet werden. Normalerweise finde ich es immer ganz wichtig, dass so ist. Aber ich möchte das ausschalten. Verhütung. Kondome automatisch anlegen, raus. Caleb, ich liebe dich. Lass uns einmal ins Bettchen gehen. Caleb, ich liebe dich. Komm, lass uns einmal ins Bettchen gehen. Ausnahmen. Oh, Sims Freak weiß nicht. Also die Wonderful Wimps, da habe ich noch nie wirklich viel umgestellt. Ich habe das, glaube ich, einfach immer so genommen, wie es war. Und sowas mache ich maximal zwischendurch. War das die globale Einstellung oder pro Spielstand? Ich glaube, das war pro Spielstand. Ich werde es aber, wenn sie schwanger ist, wieder ausschalten. Das ist der langsame Tanz. Stella, ich weiß nicht, ob das mit dem Highschool-Pack hinzugefügt wurde. Aber die tanzen dann ganz romantisch. Ich kann es dir ja dann mal zeigen. Und Loretta? Hallöchen, herzlich willkommen im Stream und danke für dein Follow. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig gesagt. Ohne Fallschirm geflogen. Ist er jetzt gegangen? So. Unser Waschbär ist so süß, guck mal. Hast du uns jetzt geweckt? Ich glaube, ich spinne. Sie ist doch schon wieder kein Pflanzensim mehr, Leute. Doch, ist sie. Entschuldigung. Langsamer Tanz kann mit dem Hochzeitspack. Oh, true. Ja. Hi, man spricht es Loretta aus. Deswegen war richtig. Okay, nice. Ja, herzlich willkommen im Stream, Loretta. Nice, nice. Das kann ich mir merken. Beziehungsweise ich schreibe es mir direkt dazu. Dann kann ich es nämlich nie mehr falsch sagen. Thekla, wie geht's dir denn? Geht's dir wieder gut eigentlich? Thekla? Thekla? Hab dich nicht gefragt, weil du so plötzlich da warst. Thekla, sag einmal. So. Hä, bettelst du da gerade über unsere Marmelade? Die kriegst du nicht. Das werde ich verkaufen. Das ist Pilzsoße. Das ist meine. Kriegst du nicht. Nix gibt's. Und Hazel, Hallöchen. So, was machst du da jetzt? Weinen, warum? So. Okay. Der Hundenapf ist noch voll, sie ist traurig. Und Mary, Hallöchen. Ich wüsste ja... Wow. Aber, warum hast du dich denn übergeben, Girl? Jetzt ist sie immer noch ein Pflanzensim. Aber, warum hat sie denn so gegürbelt? Ist da wohl ein kleiner Setzling im Anmarsch? Schwanger mit Zwillingen. Leute? Oh, kleines Skorpionin, Hallöchen. Ach so, weil du einfach nur Hallo geschrieben hast. Dann fühle ich mich immer angesprochen, wenn niemand verlinkt ist. Okay, wir haben gerade eine Nachricht bekommen. Hey Legola, ich bin's, Caleb. Und ich wollte fragen, ob ich Summer besser kennenlernen sollte. Was denkst du darüber? Summer? Die Jahreszeit? Aber ich dachte... Also ich dachte, wir beide, Caleb. Nein, ich denke, das solltest du nicht tun. Und jetzt wird sie ihn anrufen und ihm sagen, dass er sie heiraten soll. Nee, sie wird ihn anrufen und sagen, dass er zu ihr ziehen soll.
Caleb, kommst du vorbei, bitte? Es regnet und gewittert ganz toll. Ich habe ein bisschen Angst, Caleb. Kommst du bitte vorbei? Er ist der Mann in Not, Leute. Da ist er. Und ich würde sagen, dass sie ihn jetzt fragt. Wir müssen in dem... Es ist ja so, dass wir in diesem Let's Play ja ein bisschen schneller sind. Weil die Szenarien sollten ja nicht so viel Zeit... Also ich spiele die sehr, sehr gerne, aber die sollen nicht zu viel Zeit von unserem Dings einnehmen, würde ich behaupten. Deswegen versuche ich, diese Szenarien ja schon ein bisschen schneller zu spielen. Somit fände ich es schon okay, wenn wir ihn jetzt fragen, ob er bei uns einzieht, oder? Und wenn wir schwanger sind, muss er uns heiraten. Das ist Legolas Ansicht nämlich. Weil die denkt nämlich, dass es wichtig ist. Caleb, ich habe mir überlegt, es wäre doch gut, wenn du einfach hier wärst. Immer, oder? Willst du nicht einfach hier wohnen? Ich glaube, es ist einfacher, wenn du hier einfach wohnst. Weil dann kannst du immer hier sein und dann musst du gar nicht mehr fortgehen. Ja, Legolas, klar. Ich meine, es ist vielleicht ein bisschen früh. Wie meinst du das? Naja, ich meine, wir kennen uns ja noch nicht so lange. Ich kenne dich schon gut. Naja, ja, du kennst mich schon. Ich kenne dich ja auch schon ein bisschen, Legolas. Und ich will ja auch eine Zukunft mit dir. Ich kann mir das gut vorstellen. Normalerweise wartet man, bis man zusammenzieht. Auf was? Naja, also schon auf, dass man, naja, also, dass man halt sich ein bisschen auskennt und ein bisschen besser versteht, damit man weiß, wie man aufeinander reagiert. Weil, wenn man noch nicht zusammen gewohnt hat, dann, ja, aber dann finden wir es doch heraus, oder? Ja, ich kann ja erstmal bei dir einziehen. Wir gucken einfach mal, wie es mit uns läuft, okay? Okay. So, seine Schwester, die bleibt natürlich da. Und der nimmt jetzt vielleicht die Hälfte von seinem Geld mit, oder? 8000 Simoleons, was meint ihr? Kitty, hallöchen! Ob ich eine Art Lasagne mit Wraps machen wollte, die Füllung auch schon fertig ist und ich gerade gemerkt habe, dass ich keine Wraps gekauft habe? Nein! Dann mach doch Nudeln dazu oder so, Selina. Falls es geht. Ja, das verstehe ich, Melanie. Das verstehe ich, ey. Aber gerade deswegen habe ich es auch gesagt, weil du ja meintest, dass du so lange in der Schule warst. Deswegen würde ich dir schon empfehlen, trotzdem mal eine Pause zu machen. Dein Kopf raucht doch bestimmt sonst. Ob ich jetzt eine Lindt-Pralinen-Schachtel vor mir habe? Yam, yam. Oh, lass es dir gut schmecken, Momo. Dankeschön, Kitty. Und Muna, hallöchen. 8000, die Hälfte, 50-50? Ja. Okay, machen wir? Gut. Nee, ja, okay, wir können auch, ja. Ja, das reicht doch. Oder? Komm, 8000 ist okay, Leute. 8000 ist okay. Es passt. Und Track and Sunny, hallöchen. Er wohnt jetzt hier. Wie findet er sie? Als sehr attraktiv empfunden, natürlich. Ich habe es jetzt installiert, Dragon Sunny, und ich habe es aber noch nicht gestartet. Ich habe es noch nicht gestartet, ich habe es installiert. Ja, das glaube ich der Melanie. Zufallsgenerator, was denn? Wegen dem Preis? Ach nee, das passt schon. Er ist Latte-Künstler. Caleb hat keinen Job. Ist das unser Ernst jetzt? Ja. Ob wir ihm einen gescheiten Job geben wollen? Kann sie ihm nicht raten, seinen Traumjob anzunehmen? Oder geht es nicht mehr, sobald er im Haushalt ist? Oh, Leute! Hey! Sleep Charso Denoy. Floopy. Will er eigentlich Kinder? Gute Frage. Ist neutral gegenüber Kinder zu bekommen. Er ist materialistisch. Das ist natürlich kritisch, ey. Habe aber nur Spaghetti mit sehr viel Soße und recht flüssig. Und Reis habe ich natürlich auch nicht da. Um noch eine Reispfanne draus machen. Verdammt, ey. Oh, Lena, hallöchen. Wie geht's dir? Wie war dein Tag? Und Inas, hallöchen. Leute, sie sind frisch verliebt.
da macht man diese Dinge halt häufiger mal. Genau, das ist ein Ingame-Szenario, Sunny. Und Lukas Sims, Hallöchen, willkommen im Stream. Alles gut und bei dir? Ich habe heute Morgen zum Frühstück die neue Hazel-Folge geschaut und mich ja fast weggeschmissen bei den Dialogen. Du gehst ja gerade total in dem Charakter auf, oder Kitty? Sehr. Ich liebe ihre Art. Ich liebe ihr Dasein und ich liebe ihren Dialog total. Ich liebe es, sie zu sprechen. Sie ist so eine coole Socke. Und es ist einfach mal wieder so ein Sim, den wir so selten spielen. Ich liebe es sehr. Ja, ich liebe es sehr. Ja. Doch. Schön, dass die Katze währenddessen unter das Bett krabbelt. Das ist vor allem voll kritisch, ne? Richtig kritisch. Es hat ganz schön gewackelt, ey. Hat ganz schön gewackelt. Meine Güte. Nur Lukas, bitte, oder Luki. Baue Haus, Umwald statt ein, plötzlich zwei Babys. Okay, Lukas. Ja. Das ist natürlich wild, ne? Da muss man dann intervenieren, das stimmt. Da muss man dann gucken, wie man es macht. lol. Wir versuchen auch schwanger zu werden. Und Nelly, hallöchen. Er ist halt materialistisch. Ich könnte mir schon vorstellen, dass er das Haus ein bisschen umbauen will, ne? Ich lieb's, wie sie ihrem jedem ihrer Lebensgeschichten erzählt. Ich glaube, ist so eine, die andere damit richtig nerven kann. Aber ich lieb's, ja, dieses, hi, ich bin Hazel und ich bin Schauspielerin. Ja, ich bin Schauspielerin und ich habe einen richtig tollen Auftrag. Ja, ja, doch, doch, Ich liebe es so, so sehr. Sie ist so eine tolle Persönlichkeit. Ich love es. Ich love es. Ich freue mich jetzt schon wieder auf Donnerstag, wenn ich aufnehme, ne? Ich spiele gerade die unterschiedlichen Stammbaum-Challenge, bin bei Generation 1, habe aber ein Problem beim mir spawnen die Pilze nicht oder auch nichts zum Ausgraben. Ja, Muna, das Problem hatte ich auch. Also, ich würde schon gucken, dass du es... Also, die spawnen normalerweise immer erst ein paar Tage später. Also muss schon ein paar Tage irgendwie in der Nähe sein, damit die spawnen. Wenn es aber gar nicht klappt, dann mach dir vielleicht einfach eine andere Challenge. Dann sag halt, okay, das klappt mit den Pilzen nicht. Dafür reise ich nach Sulani und hol dort eine Ananas, eine Kokosnuss oder sowas, weißt du? Also du kannst... Also es ist ja immer toll, wenn ihr euch an die Regeln haltet, die wir in diesen Challenges immer vorgeben. Aber du musst es ja auch nicht zu 100% so richtig streng und krass machen. Du kannst die Regeln immer für dich verändern. Es macht, wie gesagt, trotzdem Sinn, dass du dich irgendwie dran hältst. Aber du könntest dir eine andere Aufgabe setzen. Dass du zum Beispiel sagst, ich finde, es würde passen, dass man drei Orden sammelt. Weil es gibt ja noch diese Sammelleidenschaft mit den Orden beispielsweise. Ich zeig dir das mal. Die von den Märkten. Wo sind denn die? Moment. Och, Jesus. Dorfzeichen, Abzeichen. Also ich würde dir jetzt nicht empfehlen, alle, weil alle... Wieso sind denn 2, 4, 6, 8, 9? Aber du könntest jetzt zum Beispiel sagen, du willst 3 davon sammeln oder so. Oder 4 davon oder alle Chicken-Abzeichen bekommen. Dann könntest du das auch einfach so machen. Dann ist es auch für dich eine andere Art der Herausforderung und du fühlst dich dann trotzdem gut, weißt du? Ja. Und Random Person ist online. Hallöchen, herzlich willkommen im Stream. Vor allem, wie du gefühlt in jedem Part. Ja, ja, doch, doch. Ja, ja, ich finde, es passt doch einfach zu ihr. Wir haben Pen and Paper. Ich mag Kekse ohne Teig. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist so ein Spiel, das. Naja, Pen and Paper halt. Kannst ja mal googeln. Und da gibt es einen Charakter, den ich gespielt habe die ganze Zeit oder den ich spiele. Sie ist Journalistin und sie sagt immer, wunderbar, wunderbar, ja, wunderbar. Und meine Mitspieler sind immer dezent genervt von mir. Wunderbar, gell, Ace? Es ist wunderbar. Ich lieb's einfach voll. Und dieses... Ja, ja, doch, 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 doch. Das passt irgendwie sehr gut dazu. Und Strandi, hallöchen. Stranadi, so rum, hallöchen. Und Lini, hallöchen. Und Lea, willkommen zurück. So, okay, jetzt aber, Leute. Gut. Ich weiß ja gar nicht, ob sie als Pflanzen überhaupt schwanger werden kann, ne? Ja. Können wir die Energie absorbieren? Oh ja, können wir, Gott sei Dank, weil wir haben Hunger. Hattest du schon mal Werwolf-Baby? Hab 2 bekommen. Ja, wir hatten, wir spielen in unserem Okkult-Challenge-Let's Play mit Werwölfen und da war er auch ein Werwolf-Baby. Richtig süß. Die jaulen dann manchmal so süß. Ja, okay, das reicht dann aber auch wieder, ne?
Caleb, keiner kontrolliert dein Leben, entspann dich. Unser Garten sieht aus wie eine Müllhalde, Leute. Wir können jetzt doch ein Gewächshaus bauen! Come on, wir bauen ein Gewächshaus! Jopp! 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 Ups. Jopp. So, wir bauen ein Gewächshaus. Warum Cluster das Konflikt? Ich will keinen Cluster-Konflikt haben. Entschuldige mal bitte. Ach so, I understand, ne? Ja, wollte mich gerade schon wieder beschweren. So. Look at this beautiful Gewächshaus, Leute. Is this not very beautiful? Nee, wahrscheinlich nicht, Jasmin. Wahrscheinlich nicht. Aber die sind ja dann im besten Fall geschützt und wachsen dann auch wieder besser. Let's have a look, ne? Es ist ganz wunderbar, dieses Gewächshaus. Es ist einfach beautiful, ne? Doch, doch. Finde ich natürlich auch ganz genauso. Ach was, krass. Okay, das wäre natürlich jetzt mies, Jasmin, wenn uns das passiert. Aber ich glaube, es geht. Ich bin nur gerade am Überlegen. Ja. Ja. Ja, ja, doch, doch. Mhm. Ja, ist schon okay. Ob ich gestern bei Ark eventuell dezent ausgerastet bin und Michelle alles abbekommen hat? Oh nein, Lena, was ist passiert? Erzähl uns doch davon. Was ist passiert? Geschützt. Nice. Tell us more. Ey, was liegt denn da? Ach so, ich dachte eine Möhre oder so. Ja, also der Boden ist auch anders hässlich, ne? Reichen da Halbwände für? Ja, es ist nur wichtig, dass das vorher ein Raum war und dann der Raum geändert wird, so. Also, ich weiß nicht genau, wie ich das immer mache, aber so geht's. Die arme Michelle, Lena. Die hat da bestimmt ganz süß vor sich hingespielt. Du hast sie angeschrien. Die arme Michelle, ey. Außer sie hat dich vom Berg geschubst. Dann die böse Michelle. Aber ich glaube, das hat sie nicht gemacht. Ich sterbe andauernd und die Kackdinos zerstören immer mein Haus und meinen Schlafsack. Hm. Da musst du wohl nicht aus Stroh bauen. Da musst du aus Holz oder aus Stein bauen, damit die das nicht kaputt machen können. Da musst du dir eine andere Bauweise überlegen. Einfach toll, dieses Gewächshaus, gell? Ja. Schiller hat mich ausgelacht.
Ich glaube, das hätte ich auch machen müssen, wenn ich dabei gewesen wäre. Wow, ist doch nicht schlecht, Herr Specht. Gut, haben wir das gemacht? Nini, Hallöchen, schön dich zu lesen. So, mach mal bitte Unkraut weg. Ob sie jetzt schwanger ist? Ich frag mich, ey. Aber ich will keinen Schwangerschaftstest machen. Ich glaube, das passt nicht gut zu ihr. Sie sind auf jeden Fall alle geschützt, die Pflanzen. Das ist schon mal gut. Und die Qualität ist schon ausgezeichnet. Das ist auch gut. Sich um Pflanzen kümmern. Dann geh doch mal mit Pflanze sprechen. Können wir es irgendwie düngen? Wir können unsere Pflanze mit einer Brombeere düngen. Lass es dir schmecken, Carina. Mit einer schwarzen Bohne düngen. Ja, ich dünge auch immer meine Pflanzen mit anderen Sachen. Ach was, das funktioniert? Warte mal, das mache ich noch mehr. Das geht hier auf ihr Bestreben. Und Sonny, Hallöchen, schön dich zu lesen. Ich hoffe, dir geht's gut. Pflanzen veredeln. Kannst du denn schon einen Ableger nehmen? Guck mal, das kannst du doch hier machen, oder? Erfordert Gartenlevelfähigkeit 5. Was hast denn du? 4. Dann geh mal erforschen und mit Pflanze sprechen und erforschen. Du bist eine tolle Pflanze. Dich mag ich sehr gerne und dich mag ich auch. Und ich finde es interessant, dass du so schön wächst. Ich meine, Schokolade ist ja ganz lecker, habe ich festgestellt. Das ist eine tolle Schokobeere. Das macht Spaß. Doch, doch. Das ist schon gut. Ich weiß nicht, ob sie überhaupt schwanger werden kann, Leute. Phoenix, Hallöchen. Nee, eigentlich nicht. Caleb ist bei uns eingezogen. Wir haben ihn direkt zu uns geholt. Es waren 400 endlange Resubs heute schon wieder gewesen. Das war noch. Ja. Genau. Wenn ich jetzt ein paar Tage nicht mit einem anderen Haushalt spiele, mache ich da mit meinem Hauptsim irgendwas doofen Sachen. Möchte jetzt nicht zurückkommen und da sind dann Sachen passiert. Also du kannst deine Sims, also wenn du mit Sims spielst, werden die normalerweise als gespielt gekennzeichnet und die Kennzeichnung bleibt auch drin. Außer du nimmst die manuell raus. Ich würde halt diese Bezeichnung nicht rausnehmen. Dann sollte das eigentlich, sollten die da nichts Böses machen. Aber die leben halt weiter. Deswegen, also es kann schon was passieren, ne? Nele, Hallöchen! Das ist halt schon schwierig manchmal. Deswegen habe ich verschiedene Spielstände, damit währenddessen da nichts passiert. Ich liebe dieses Szenario. Man spielt viel zu wenig mit den Pflanzen. Ja, zum ersten Mal einfach. Unbekannter Anrufer. Hallo! Alan, deine Handynummer wurde als Gewinner ausgewählt. Der Scheck ist im Briefkasten. Bitte überprüfe deine Informationen, um Anspruch zu heben. Und sie sagt jetzt natürlich, oh, okay, ich habe da noch ein paar Fragen. Hallo? Oh. Oh, jetzt fehlt uns Geld. Das ist aber blöd. Caleb? Caleb, ich habe was falsch gemacht. Geht sie natürlich zu Caleb und wird ihm erzählen, dass sie da aus Versehen jetzt Geld verloren hat. Caleb, ich hatte da eben so einen komischen Anruf. Von wem? Ich glaube, von so einer Landgrab... Oh nein, was wollte sie? Naja, sie sagte irgendwie, dass ich einen Scheck oder sowas krieg. Und dann habe ich also... Und dann habe ich Geld verloren. 500 Simoleons. Oh, oh, das ist nicht gut. Entschuldigung, ich wusste nicht, dass man da nicht... Also, woher soll ich das wissen? Jetzt weiß ich es natürlich. Das wird mir nicht noch einmal passieren. Aber ich wusste es vorher nicht. Ja, es ist nicht so schlimm, Legola. Mach dich nicht verrückt. Ja, okay. So, und nu? Ich lasse euch mal ganz kurz die View und gehe mal ganz schnell für kleine Mädels. Ja, ich bin sofort wieder da. Ich lasse euch mal ganz kurz die View auf den beiden und ich renne und fliege und eile, okay? Blue for Sweba, Hana, and Double Juice. Did live for one.
Ah. Oh. Nilsdi. Huh. Shurga. Hashimoto Bansu Mansu. Jensiba? Yes. Karu? Turfna! Zarzia! Yes. Oh. Nar Vadish. Kiaraba Lomsif. Spaman. Brisham. Wafita. Prita? Fasanoi Valpim. Umbraza? Huh? Yibs. Tariq, Ralph, Elnoy. Zilnay, Suflowo Gra, Barnay, Puib Hale, Yabna, Jungi Plavum. Ooh, Schwabi Glarafuiznog. Yibs. Fumu, Benorf. Yalig, Mubna. Und was haben sie getrieben, die zwei? Waren sie schön... wie jetzt? Spielen die da mit ihrem Handy? Ich dachte, da passiert jetzt was Feines oder so. Zweisamkeit, wenn wir nicht zugucken. Wow. Küssen. Ah, das ist gut. Ich dachte gerade, Caleb trägt einen Rock. Nee. Na, come on. Wolltest ihr, die wollen das aber auch nicht von selbst. Immer muss ich mithelfen. Ich heiz da mal ein bisschen an. Komm rein mit euch. Fancy! Jetzt mach doch ein Baby! Ich kann aber auch nicht Baby machen drücken, ne? Aha! Maikalichen! Heute sind die Fans unterwegs, ey, übel. Ob du jetzt schwanger wirst. Ja, geh schlafen. Oh mein Gott, Caleb verdurstet ja. Ups. Was ist denn das für ein Laptop? Von 2000 oder was? Das ist für ein Oschi. Na gut. Ob er sich jetzt bitte Plasmabeutel bestellen kann. Kannst deinen neuen Besitz bewundern. Und dann kannst du bitte bestellen. Ach krass. So, kannst du bitte Plasmabeutel bestellen? Oh mein Gott! Kommst du durch die Decke oder was?
in die Decke. Ob der sich zusammenreißen will, frage ich mich. Also er muss bestimmt noch ein Loch bohren. Er braucht mindestens 2 Löcher, Leute. Ob wir kurz ein bisschen erschrocken sind. Hör mal, wer da hämmert, der Envy. Unser Kura, Löchel, wie geht's gut, wie geht's dir? Ja, der Envy meint's auf jeden Fall ernst, ne? Wo ist denn diese Scheiße mit diesen... Oh mein Gott, der weiß es nicht, deswegen kann er keine Plasma-Beutel kaufen. Oh mein Gott, weil er keine Informationen über... Oh? Das ist natürlich ein bisschen schade jetzt, ne? Der kennt sich nicht aus im Vampir-Dasein. Ach, tolles Geräusch, wie bei uns zu Hause. Oh nein. Und Sad or Stoned, herzlich willkommen im Stream und danke für deinen Follow. Schön, dass du da bist. Meine Güte. Dachte, der saugt neben dir. Nee, der hat ein Loch in die Decke gebohrt. Ey, du sollst Vampirgeheimnisse bitte erforschen. Machst du das jetzt mal? Ja, ist okay. Ab wann kann man... Man kann sie, glaube ich, nicht aussaugen, ne? Vampir? Nee. Oh Mann, jetzt brauchen wir Vampirbücher. Das ist natürlich kritisch. Oh, Caleb. Oh nein, Blanca, das tut mir leid zu hören. Hallöchen und gute Besserung dir. Dachte eben, der Laptop im Game macht diese Geräusche. Nee, nee. Oh, super los. Oh nein, da gibt's einen Clip von geil. Das muss ich mir später anschauen. Caleb, kannst du bitte nicht sterben? Ich wäre echt happy, wenn du es überlebst, ne? Ja! Leg das Buch weg und kauf dir Plasmabeutel, Mann! Hm? Wo sind denn diese Plasmabeutel? Ach so, jetzt wollte ich Musik dazu anmachen. Zu Envys Bohr-Action. Dabei war er jetzt fertig. Ob der nochmal reinbohren will? Nächstes Mal, wenn er bohrt, mache ich einen Track an, okay? Dann machen wir einen Remix. So, kannst du jetzt bitte diese Plasmabeutel bestellen? Boah, du gehst gleich drauf. Ach so, Gott sei Dank. Oh, bestellen wir gleich mal ein paar, ne? 20. Trink! Was trinkst du da, Caleb? Naja, also das ist sowas ähnliches wie Blut. Ew! Ja, aber es ist halt kein Blut, es ist nur sowas ähnliches, es ist tierisch. Und das ist schon besser, als Menschen auszusaugen, weißt du? Ja, auf jeden Fall. Menschen aussaugen ist sicher nicht gut. Nein, nein, das solltest du besser so trinken. Ja, denke ich auch, ne? Menschen aussaugen ist nichts, Leute. Das machen wir nicht, ne? Envy, come on, mach ein drittes Loch. So, ich bin erstmal raus. Sei nicht schön, dass du da warst. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Klopf doch mal auf den Boden, dann machen wir einen Klopf-Klopf-Witz. Nee. Nee. Und Saskia, willkommen im Stream. Hallöchen. Bin das erste Mal dabei und freue mich mal dabei zu sein. Ich bin durch Nisi auf dich aufmerksam geworden. Oh, wie schön. Jetzt war es halt einfach cool. Ich hoffe, dir geht's soweit gut. Wie schön, dass du hier bist. Ich freue mich sehr. Och Mann, voll toll. Mir geht's gut. Ich hoffe, dir auch. Vielen, vielen Dank. Ja, schön. Voll cool. Loch, egal ob... Großartig. Hanna! Hallöchen, willkommen im Stream und Dankeschön für deine 13 Monate. Vielen, vielen, vielen Dank. Endlich, wir haben einfach einen Remix rausgemacht. Ich habe im Takt getanzt. Richtig nice.
Da gibt's bestimmt auch einen Clip von. Die Jasmin ist bestimmt schon wieder am Klippen. Dann kann ich dir das später zeigen. Alles okay. Du machst es super. Ich hoffe, wir sind jetzt durch mit dem Bohren, weil das fühlt sich so an, als würdest du durch die Decke kommen. Der Boden vibriert auch ein bisschen, gebe ich zu. Der Boden vibriert, ja. Ich glaube, gibt niemanden, der so niedlich tanzt wie Sandra. Du meinst so schlecht. Oh, dann, hör mal, wer da bohrt. Können wir auch von dem Remix einen Clip machen, Jasmin? Das wäre richtig gut. Das wäre richtig gut. Oh Mann, ey. Hammerlustig. Hammerlustig einfach. Wir kommen gar nicht voran im Let's Play, Leute. Gar nicht. Läuft. Mhm. Ja, ich hoffe nur, du kommst gut durch, weil ich kenne ja unsere Decke. Die ist ja ein bisschen aus Stahl auch, ne? Du kannst auch einfach mal googeln, Kitty. Ich google bei sowas auch immer. Da findest du alle Commands eigentlich. Oh, ja, das Lied ist geil. Voll. Oh. Bohrschlagmaschine läuft. Ah, deswegen ist es auch so laut wahrscheinlich, ne? Ob sie jetzt schwanger ist? Hä, was ist das? Hervorgehobenes Gefühl. Oh mein Gott, was? Oh! Leute? Sie ist schwanger? Wir haben nichts mitbekommen? What? Woher weiß sie's? Oh, da ist ein Bäuchle! Ich hab nichts mitbekommen! Sie hat nichts gesagt! Hä? Girl, kannst du bitte nicht dein Leben vor uns verheimlichen? Ja, wahrscheinlich ist sie einfach so, I don't know, what's happening here? Weißt du, sie merkt es wahrscheinlich einfach gar nicht in ihrer Art, ey. Girl, you're pregnant. Oh mein Gott, hoffentlich werden das Drillinge. Tigermike, don't. Sie sagt jetzt, Caleb, was hältst du eigentlich davon, wenn wir heiraten? Und Caleb sagt, heiraten? Jetzt? Ja. Und er sagt, meinst du nicht, das ist ein bisschen schnell. Ich habe gelesen, wenn man schwanger ist, dann macht es Sinn, wenn man heiratet. Wie meinst du das? Bist du schwanger? Ja. Wie ja? Ja, ich denke, ich bin schwanger. Legola, warum sagst du denn nichts? Wieso? Ich sag dir doch gerade, dass ich schwanger bin und wir heiraten sollten. Legola, ich wusste doch nicht, dass du schwanger bist. Du hast ja nichts gesagt. Ja, ich wusste es ja auch nicht. Ich habe es ja eben erst erfahren. Aber bist du dir sicher? Ja klar, ich merke es doch. Wie, du merkst es? Ja, ich spüre das doch. Legola. Mhm. Und jetzt meinst du, sollten wir heiraten? Ja. Das steht in jedem Buch drin, dass man dann schon auch heiratet, wenn man sich liebt und ein Baby bekommt. Ja, aber wir heiraten... Hallo, wir reden eigentlich gerade miteinander. Er sitzt halt hier, aber sie reden mental miteinander. Und sie sagt jetzt... Er erklärt ihr jetzt, dass man trotzdem nicht unbedingt heiraten muss. Es reicht, wenn man sich liebt und so. Und man muss nicht sofort heiraten, nur weil jemand schwanger ist. Und sie sagt, willst du mich nicht heiraten? Er sagt, ja doch, natürlich will ich dich heiraten. Aber wir haben doch Zeit. Und Legola, ich wusste nicht, wie machen wir das denn jetzt? Du bist doch... Hä, Leute, ist eigentlich... Ist schon geschützt, ne? Ich dachte, du bist kein Mensch. Ja, aber was bin ich denn sonst? Naja, du bist schon irgendwie anders. Ja, okay, aber ich meine, ich bin jetzt schwanger. Okay, vielleicht sollten wir erstmal herausfinden, was du bist, bevor wir... Naja, jetzt ist eh schon zu spät, aber... okay, Legola, ich weiß auch nicht. Also, wir schaffen das schon irgendwie. Ich suche mir einen Job. Du hast doch einen Job. Ja, aber bei dem kommt kein Geld rum, das ist zu wenig. Ich suche mir einen anderen Job, einen besseren Job. Ich muss dich ernähren und das Baby. Ich brauche keine Ernährung. Ich kann mich durch meine Pflanzen ernähren. Wie machst du das? Ich absorbiere einfach ihre Sonnenenergie und dann bin ich satt. Und das funktioniert. Ja? Okay. Bei mir halt nicht. Ich muss halt Blut trinken. Mhm. Okay. Ja, also ich suche mir jetzt einen neuen Job, ja? Ja, okay, mach das. Xenia, Hallöchen, Inas. Hallo, ich bin schwanger, können wir jetzt heiraten? Ja, also nie, also doch, aber ja, aber nein, aber ja, aber nein. Was wollen wir ihm denn für eine Karriere geben? Was passt denn zu ihm?
Xenia, ja. Ja, ja, wieder nachfärben lassen, ein bisschen schneiden. Was passt denn zu ihm vom Job? Vielleicht Schriftsteller. Dann kann er von zu Hause bei ihr arbeiten. Ich liebe ihre Unwissenheit, sie ist einfach süß, ne? Und Cinderella, Hallöchen. Und Ace, wie fühlst du ihre Rolle? Wie geht's dir? Hältst du es noch aus? Oh, danke, Andi. Ich sehe es gerade. Mega cool. Aber, ist es dann für das, was du meinst? Ach so, hast du da jetzt was angelegt für mich? Oder ist es für Sims 1? Ich schaue es mir später an. Influencer, Schriftsteller, Restaurantkritiker, witzig. Und dann Bücher schreiben. Ja, der Restaurantkritiker wäre wirklich witzig, weil er eigentlich kein Fleisch oder sowas isst, ne? Arzt wie wie heißt er? Wie der Cullen, aber wie heißt denn der? Der wird nie, wie heißt der denn? Carly, stimmt, Carly. Mhm, Carly. Ja. Oder Militär. Militär fände ich auch irgendwie interessant. Militär, maybe? Maybe Militärleute? Militär wäre doch eine spannende Karriere, oder? Finde ich nicht so passend. Dann nehmen wir. Dann lass uns doch freiberuflicher Schriftsteller sein, einfach. Oder? Und soll er einfach ein paar Bücher schreiben. Über der beiden Leben halt. Da denke ich jetzt so, boah, die ist jetzt einfach schwanger. Crazy. Ich bin so gespannt, was da für ein... Oh, Sax, was hast du da mitgebracht? Oh, du Feini. Ist das ein Geschenk zum Baby? Ein Babygeschenk? Oh, wow, mach es mal auf, Caleb. Er wird wohl eher ein Militärexperiment, weil er Vampir ist. Oh, stimmt, das können wir nicht verantworten. Also die jetzt ein eigenes Spielzeug. Nee, das können wir nicht verantworten, das stimmt. Er geht nicht zum Militär. Quiku, quiku. Oh, süß. Sax gefällt's voll. Und herzlich willkommen im Stream nochmal. Hallöchen. Freelancer auch gut. Oh mein Gott, die ist einfach schlecht jetzt. Oh. Krass. Ja, sie muss halt jetzt die Sonnenenergie absorbieren. Boah, es regnet aber auch nur in Henford. Kann das vielleicht sein? Was ist denn das für ein furchtbarer Herbst überhaupt? Oh, seine Schwester ruft an. Oh, sie hat sich verknallt. Ja klar, triff dich doch mit Riku. Kein Problem, NP. Ob's auch... Ey Leute, es soll einfach gar nicht mehr Sonnenschein geben, oder was? Wow. Nie wieder Sonnenschein. Guck mal, hier musst du mal gegen Käfer einsprühen. Nie wieder Sonnenschein. Seit wann? Seit eben gerade? Sie hat einfach war sie plötzlich so, ja, hier unten war einfach plötzlich das Schwangerschaftssymbol. Ja, also ich weiß gar nicht, wie schnell das passieren konnte. Wir müssen uns jetzt auch um Kinderzimmer kümmern und sowas. Oh, Kati, mach das. Gute Besserung an dein Kind. Oh, Mensch. Gute und schnelle Besserung. Er schreibt jetzt mal ein Kinderbuch für sein Kind, weil er wird bald Daddy. Ob du das jetzt bitte machst? Kann man das Kind nicht erstmal ins Gewächshaus pflanzen? Entschuldigung! Nicole, Hallöchen! Hallöchen, ich hoffe, dir geht's wieder gut. Wie nennen wir das Buch? Gute Nacht, kleines Wunder? Und dann vielleicht sowas wie, ein
kleiner Setzling. Wurde geboren. Oder so. Pinflow Girl, hallöchen, kleines Pflänzchen. Ja, irgendwie wäre das auch süß, ne? Wir machen mal ein Setzlingbuch, vielleicht können wir danach ein Pflänzchenbuch schreiben. Gibt es Pflanzen, sind Babys? Ich habe absolut gar keine Ahnung. Wie mein Samen zu einem Setzling wurde. Wow. Wie mein Samen zu einem Setzling wurde. Schade, dass ich das nicht früher gelesen habe. Das ist sehr geil, Jasmin. Das ist so geil. Möchtest du ein Buch schreiben? Möchtest du bitte ein Buch darüber schreiben? Scheibengleis, wir müssen dann noch eins schreiben. Lustig. Oh, meine Güte. Tja, unser Girl ist jetzt einfach pregnant, ne? Was machen wir denn mit ihr jetzt? Wir brauchen eine Babywiege. Unser Haus ist zu klein. FSK 18, was meinst du? Also Jasmin, was meint ihr? Also die Jasmin spricht ja von den Blumensamen. Oder was denkt ihr jetzt, was Jasmin meint? Hä? Leute! Nee! Nein! Nichts anderes! So, gut. Sie sagt jetzt, Caleb, wir müssen mal schauen, weil wir brauchen doch Sachen für dieses Baby dann, oder? Und er sagt, ja, wir brauchen sicher die ein oder anderen Sachen. Ja, weil ich weiß nicht genau, was das man alles braucht. Vielleicht können wir zu so einem, ich habe gelesen, es gibt solche Kurse, zu die man gehen kann. Und sollen wir da vielleicht zusammen hingehen? Und er sagt, ja, klar, gehe ich mit dir dorthin. Okay. Und dann gehen sie zusammen zu diesem Kurs. Gut. Wird sie zum Gym gehen, zum Gynäkologen gehen, wegen dem Ultraschall? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube, sie wird das Kind einfach zu Hause mal eben kurz rauslassen. Das ist so eine. Wisst ihr, so eine independent, ich lasse mein Kind zu Hause einfach mal rauswummen. Und das Kind braucht keine ärztliche Versorgung, weil es kerngesund ist plötzlich. NP. Ich habe mal auf RTL so eine Familie gesehen, die irgendwie so ein Einsiedlerleben führen als Familie. Und die hat irgendwie 9 Kinder gehabt oder so. Und die hat alle so im Vorgarten geboren. Dann hat sie so die Stellen gezeigt, wo sie diese Kinder geboren hat. Das eine Kind im Vorgarten, das andere Kind irgendwie im Stall, eins in der Küche. Ja, immer so NP. So ein bisschen wild, ja. Gebe ich zu. Halleluja, ja. Ja, war ein bisschen gruselig auch. Ja. Ja, vielleicht, Phoenix, dass eben auch die Unerfahrenheit sie dann dazu bringt, dass sie halt einfach sagt, so, ja, oh Gott, sie sieht so schön aus, ne? Bitte was? Ja, ja. Vielleicht machen wir ein Schwangerschaftsbild. Ich hab den Poseplayer noch drin? Ja, geilo! Wait, wir machen ein richtig schönes Foto! Fürs Thumbnail. Wir bereiten schon mal vor. Haben wir ein tolles Outfit von ihr? Let's have a look. Ja, die Outfits sind alle sehr... Vielleicht das hier? Ja, man sieht nicht so ganz ihren Bauch. Sie sieht so schön aus, voll, ne? Willkommen zurück, Marlies. Hallöchen. So, Pregnancy Pose. Wo sind sie? Wo sind sie? Wo sind sie? Ja. Mal gucken, ob da eine schöne dabei ist. So groß ist dein Bauch noch gar nicht. Aber es ist trotzdem eine schöne Pose.
So groß ist dein Bauch noch nicht, Maus. Vielleicht machen wir das, wenn sie dann hochschwanger ist. Ja, ich glaube, das machen wir, wenn sie dann hochschwanger ist. Crazy. Oh, sie ist ein bisschen traurig. Warum? Stimmungsschwankungen. Vielleicht auch, weil Caleb ihr noch keinen Hochzeitsantrag gemacht hat. Heiratsantrag. Aber der schreibt halt jetzt sein Buch und gibt sich richtig Mühe, dass er da karrieretechnisch vorankommt, ne? Um sie finanziell auch gut zu unterstützen. Vielleicht lasse ich sie nochmal ein bisschen rausgehen und nochmal ein bisschen Energie tanken. Sie braucht jetzt mehr, weil sie schwanger ist, ne? Melva, hallöchen! Unsere Legola ist schwanger von ihrem Vampirboy. Es ist ein Hopsala. Also eigentlich nicht, wir haben es sehr stark heraufbeschworen, aber... Nun, wir sollten es auch direkt wieder anschalten, dass uns unsere, im besten Fall alle verhüten, weil ich nicht genau weiß. Also ich glaube, es war so, dass das nur für den Spielstand ist. Ich möchte es aber ehrlich gesagt nicht riskieren. Deswegen machen wir es wieder. So, gut. Hochzeitsantrag. Ich habe mich versprochen, Pia, das kommt in den besten Streamer-Verhältnissen vor, dass ein Streamer sich mal einmal verspricht. Boah, sie hat immer noch so Hunger. Komm, nimm auch die Solarenergie hier noch mit. Und die da noch, komm. Selina, hallöchen, hier nicht zu lesen. Wie geht's dir? Es ist Romantikfestival. Oh. Und Rauferei in der Nachbarschaft. Ich glaube, ich spinne, ey. Caleb, wie war dein erstes Buch? Er hasst und ihre Deko halt einfach. Finde ich richtig blöd. Wo ist denn? Was ist denn mit deinem Buch jetzt? Hast du es jetzt nicht fertig geschrieben, weil du ihre Deko so kacke findest? Er hasst Terrassendeko. Caleb, ganz ehrlich. Das gehört Legola. Die fühlt sich hier wohl. Hör auf, das hässlich zu finden jetzt. Aber deswegen ist der halt angespannt. Das ist schon kritisch. Mach den Fernseher aus und rede mit deiner schwangeren Lady. Du kannst ja auch mit ihr über die Ängste reden. Ich wurde gerade gefragt, ob ich auf ein Romantikfestival gehe, Caleb. Bitte? Ja, was ist das für ein Festival? Soll ich da hingehen? Wer hat dich denn gefragt? Naja, Michael. Michael? Wer? Der hier aus Stanford. Ja? Warum fragt er dich, ob du auf ein Date mit ihm gehst? Hast du ihm noch nicht gesagt, dass du vergeben bist? Wie meinst du das? Also, es ist doch nett, dass er mich gefragt hat. Er fragt mit Hintergedanken. Aber was für Hintergedanken? Naja, er will dich sicherlich rumkriegen. Aber ich bin doch mit dir zusammen, Caleb. Nein, nein, das stehst du sicher falsch. Und ich glaube, dass Caleb jetzt loszieht und Michael... zurechtweist. Ich muss nochmal los, Legola. Bis gleich, ja? Okay. Wir gehen jetzt los und fragen Michael, was die Scheiße soll. Warum der unsere Legola anmacht, ey. Ich glaube, ich spinne, ey. Ich glaube, ich stehe im Wald. Wo wohnt denn der schon wieder? Der Typ, ey. Mimi, hallo Girl, how are you? Wie war dein Day? Und Anna, hallöchen, willst du nicht die Ernte verkaufen? Ja, ich war mir gerade noch nicht sicher, wie groß wir den Garten anlegen wollen. Deswegen noch nicht, aber wir verkaufen noch was davon, ja. Und, Rana? Xrana? Rian? Ryan? Hallöchen, wie nenne ich dich? Oh. Wortspiel, Sandri, heute. Hä, ich weiß schon wieder nicht mehr, was ich gesagt habe. Wo ist denn der Typ jetzt? Wo ist er? Da ist er. So, Michael. Ich komm. Er ist jetzt richtig sauer. Er ist richtig geladen, Leute. Das nimmt er mit für Legola dann. Sie sind also Michael. Wer will das wissen? Caleb? Ja, und? Ja, ich bin der Freund von Legola. Ihr Freund? Legola hat einen Freund. Sie hat nicht nur einen Freund, sondern wir heiraten auch bald. Und ich bin der Vater ihres Kindes. Was? Legola ist schwanger? Heiraten? Was?
Ja, und das ist, und sie bleiben jetzt hier sitzen auf dieser Bank, Michael, und reden jetzt mit mir. Finger weg von meiner Frau und sie gehört mir. Ich will nichts mehr darüber hören. Ich will, dass sie die Finger von ihr lassen. Ich bin sehr magisch, sehr, sehr mächtig. Sie bleiben jetzt hier sitzen und hören mir zu, bis ich fertig bin. Finger weg von meiner Frau. So, das kläre ich jetzt mit dem, Leute. Ich kläre das jetzt mal. Super anstrengend, 10 Stunden Arbeit, Arbeitstag inklusive Warentag. Oh no, girl. Einen schönen Feierabend. Lass dir was Leckeres zu essen machen oder mach dir was oder hol dir irgendwas. Komm runter, hab einen schönen Feierabend und bei mir ist alles gut. Schön, dass du jetzt hier bist. Meine Güte, das hört sich aber nach einem stressigen Tag an, ey. Caleb ist richtig sauer jetzt. Und, wie gesagt, noch einmal rufst du sie an, dann kannst du dein blaues Wunder erleben. Hast du gehört, Michael? So. Komm, Hallöchen. Finger weg. Sie gehört mir. Wir kämpfen jetzt. Können wir nicht kämpfen? Caleb ist halt sauer jetzt, Leute. Er macht einen Vampirkampf? Das ist ja voll unfair, Caleb! Don't! Das ist richtig unfair, das ist ein normaler Mensch! Richtig einen auf die Rübe gekriegt. Vermöbelt. Oh, lol. Okay. Das ist irgendwie schon ein bisschen lustiger. Wir werden jetzt die Weintrauben ernten und sie Legola bringen, in der Hoffnung, dass sie, nun, nicht fragt, was los war. Noch vor einer Stunde heiraten, so früh muss man nicht. Eine Stunde später, wir heiraten! Ja, also er ist jetzt hardcore eifersüchtig. Das lässt er natürlich nicht auf sich sitzen, dass seine Perle da von jemand anderem da angemacht wurde. Auf gar keinen Fall. Das läuft so nicht, ne? No way, Leute. Oh, lecker! Annika, lass es dir gut schmecken! Und Jules, Hallöchen! Caleb, da bist du ja. Wo warst du denn? Du warst voll lange weg. Ich war ganz lange alleine. Wieso hast du ein blaues Auge? Was ist denn da los? Hast du dich gestoßen? Ja. Ich hab mich also das, und jetzt kriegt Legola eine SMS von Michael in dem Moment, wo steht, bitte ruf mich nie wieder an. Und sie sagt, wieso schreibt mir Michael eine Nachricht, dass ich ihn nie wieder anrufen soll? Ich weiß nicht. Caleb? Was denn? Warst du bei Michael? Habt ihr euch geprügelt? Habt ihr euch geschlagen? Und er sagt, naja, also ich hab dem nur, also ich hab ihn in seine Schranken gewiesen, weil, also, verstehst du, es kann ja wohl nicht sein, dass er meine Frau anmacht. Welche Frau? Legola, dich. Aber wir sind doch gar nicht verheiratet. Legola, wir sind fast verheiratet. Wir leben in eheähnlichen Verhältnissen und du trägst mein Kind unter deinem Herzen. Ich finde schon, dass es niemand das Recht hat, dich jetzt irgendwie anzumachen. Das geht gar nicht, okay, Legola? Da stehe ich, da werde ich einfach, das ist nicht in Ordnung. Und, naja, irgendwie bist du ja schon süß, dass du so wütend reagierst. Aber findest du es nicht ein bisschen übertrieben? Ich meine, er ist eigentlich total nett. Nett, sagst du? Ich will gar nicht wissen, was er für lüsterne Gedanken hatte, als er dir geschrieben hat. Er wollte doch nur mit mir zum Romantikfestival. Ja, ganz genau. Ich würde auch gerne mit dir zum Romantikfestival, aber nur um diese Dinge zu tun, die ich immer mit dir tue, du weißt schon. Oh mein Gott. Und das wollte er auch tun? Ich bin mir sicher, er wollte das tun. Was? Aber das macht man doch nur, wenn man sich liebt. Ja, eigentlich schon, aber also, ich glaube nicht, dass er dich liebt. Ich glaube, er hätte das einfach so mit dir gemacht. Oh mein Gott, Caleb, danke schön, dass du mich gerettet hast. Ich habe dir auch eine Kleinigkeit mitgebracht. Schau mal. Ein Geschenk für mich? Oh, Caleb, was ist das? Oh, Weintrauben.
Toll, das ist wunderbar. Das kann ich in meinen Garten pflanzen. Du bist so ein Schatz, Caleb. Ob du jetzt wieder im Pflanzensim sein möchtest, bitte. Lyra, hallöchen. Naja. Ihr wisst schon, wie das funktioniert, ne? Immer dieses Sims-Ding. Sandra blüht ja richtig auf in der Rolle. So, ich glaube, wenn ich reise, Pia, geht das immer weg. Weil immer, wenn ich reisen war, dann ist es weggegangen. Im Mondlicht baden. Achso. Oh, ich bin so müde, Caleb. Oh, ich bin. Das ist mit diesem Schwangersein, das ist ganz schön anstrengend. Und er sagt jetzt: Oh, soll ich dir etwas kochen? Ja, ich hätte auch Hunger, das stimmt. Ja, mach mir doch was zu essen, dann ruhe ich mich ein bisschen aus. Und er sagt jetzt, ja, ich kann kochen. Und er macht jetzt irgendwas. Nee, warte mal, Legola ist vegetarisch, ne? Nee, aber sie ist eifersüchtig. Wavu, Ruskam und Pima? Muchi Pichi? Nicole in der Dusche und hört Sandri zu und lacht sich kaputt. Die Kids klopfen und fragen, was so witzig ist in der Dusche. Geil. Und Muffin, Hallöchen. Was hast du da gerade gemacht? Ich weiß es nicht, Nissi. Es ist so über mich gekommen. Obacht! Obacht! Oh, sag's Obacht, ne? Das scharfes Messer. Ja, und jetzt? Also jetzt ist es... Was macht sie denn da jetzt? Netflix oder was? Ach, YouTube. Das ist jetzt ja wirklich so eine Sache mit diesem Michael. Ich bin froh, dass du mich vor ihm beschützt. Und er sagt, natürlich, ich würde dich immer beschützen. Und, Caleb, ich wollte mal wissen, wie das ist, Mutter zu sein. Gibt es da irgendwas in diesem Internet, was ich lesen kann? Weil du hast da ja auch schon solche Sachen gelesen. Ja, schau mal, klick mal hier und dort und dann geht es. Obacht, ja, Ace, Obacht. Es gibt Sacksalat zum Abend, ist ein Obacht. Eifersüchtig passt ja eigentlich gar nicht so, wenn man bedenkt, wie unwissend sie ist und manche Situationen nicht richtig deuten kann. Ja, true. Wenn du es so siehst, auf jeden Fall. Das stimmt. Danke fürs Essen machen. Und? Kannst du was finden? Ja, ich glaube, hier gibt es irgendwelche Informationen, aber so ganz steige ich da noch nicht durch. Das ist alles so viel im Internet. Aber dann kann sie wenigstens schon mal so ein bisschen was Richtung Erziehung verstehen. Ich weiß gar nicht, ob dadurch ihr Hunger... Oh, geht ihr Hunger gar nicht hoch, gell? Da muss sie leider noch mal raus. Ich gehe noch mal kurz in den Garten. Oh nee, du gehst schlafen! Gehst du schlafen? Legst du dich zu mir, Caleb? Ja, natürlich lege ich mich zu dir. Okay. Langweilig, aber gut, was will er tun? Bisschen Ordnung, finde ich auch gut. Er tut einfach so, als würde er schlafen. Wir können natürlich aber auch ein Ultra... Weil Caleb ist ja nicht doof. Also, Caleb weiß ja schon, wie das so ist mit den Vampiren und sowas. Oh, Winteranfang, ja! Also, Können natürlich schon sagen, dass er jetzt halt... Ihr sagt, hey, wir können mal zu einem Arzt gehen und gucken, was es wird, so. Deswegen könnte sie ja das Kind trotzdem zu Hause bekommen. Wisst ihr, was ich meine? Weil Caleb ist ja bestimmt auch neugierig. Mehrlinge, don't. Oh, sie ist aber auch so eine Süße, ne?
Oh, look at her, cutie girl. Ja, es regnet einfach schon wieder. Es ist so ein Kackwetter, ey, bei diesem Spiel. Regt mich richtig auf. Wir brauchen doch nur mal ein bisschen Sonnenschein. Ich habe gestern bei TSR das perfekte Totterschlafzimmer für Legolas Baby gefunden von Severinka. Das Bett ist zum Beispiel aus Ästen. Also ich habe super viel von Severinka. Vielleicht habe ich das ja. Wir können ja da mal gucken, wenn wir das Kinderzimmer einrichten. Ja. Ist ja auch wichtig, um zu sehen, ob alles gut ist. Und Caleb weiß sowas ja bestimmt. Ja, davon gehe ich eigentlich aus. Außerdem sind die hardcore neugierig, kann das sein? Ich lasse sie ein bisschen Energie absorbieren und dann werden wir zum Frauenarzt gehen. Legola? Ja? Ich würde mit dir einmal kurz zum Arzt fahren. Zu einem Arzt? Wieso? Mir geht's doch gut. Ja, aber gerade in der Schwangerschaft sollte man auch ab und zu mal nachsehen, ob alles in Ordnung ist mit dem Baby und so. Mit dem Baby ist alles in Ordnung. Also, wollen wir eine Vorhersage machen? Okay, können wir gerne. Wir müssen überlegen, was wir für eine Vorhersage machen. Ob es eins oder mehr werden oder jung oder... Also, vielleicht, ob es ein Kind oder Mehrlinge werden. Das könnten wir vielleicht als erstes machen. Stell dir mal vor, das Baby hat grüne Haut und ist ein Vampir. Das wäre schon anders wild auch, ne? So, sie hat jetzt genug gegessen, sage ich jetzt mal. Auf jeden Fall, ja, kannst du gerne machen, Jasmin. Da kann man reingucken in den Bauch, weißt du? Oh mein Gott, schneiden sie ihn auf? Nein, das ist so ein Gerät, da fährt man nur über die Bauchdecke und dann sieht man, was es, ob es dem Baby gut geht und so. Das hört sich für mich sehr gruselig an, Caleb. Nein, du musst dir da wirklich keine Sorgen machen. Vertrau mir. Der guckt wirklich nur, ob alles in Ordnung ist mit dem Baby. Wir können auch zu einer Ärztin gehen, wenn dir das lieber wäre. Mir ist es eigentlich egal. Ich will eigentlich gar nicht zu einem Arzt. Mir zuliebe. Wenn es dir wichtig ist, dann können wir es machen, ja. Aber die sollen schon langsam machen und aufpassen. Die passen auf. Das sind Ärzte, die machen das jeden Tag. Na gut. Okay. Dann besuchen wir jetzt den Gynäkologen mit Caleb together. Pflanzpier oder einem Plumps. Leierei. Okay, wie viele Babys kriegt Legola? Ein Kind oder Mehrlinge? Ihr könnt jetzt abstimmen oben. Es gibt eine Vorhersage. Da könnt ihr Kanalpunkte einsetzen für. Bin mal gespannt, was ihr so setzt. Oh mein Gott, Leute, ey. Okay, die meisten sagen jetzt schon mal ein Kind. Zumindest gehen ja die meisten... Oh mein Gott, so viele Flausen... Okay, das wandelt sich gerade ganz schön. Aber die meisten sagen ein Kind. Mhm. Da muss ich mitmachen. Du sagst Mehrlinge, Mini. Okay, und wenn ihr eine Nachricht in den Chat schreibt jetzt, dann sehe ich auch, für was ihr abgestimmt habt. Also wer für was abgestimmt hat. Also ihr könnt oben mit euren Kanalpunkten abstimmen und dann könnt ihr sogar auch was in den Chat schreiben, irgendwie nur einen Test oder Hi oder sowas. Dann kann ich auch sehen, ob ihr für ein Kind oder mehr... Okay, Jasmin und Phoenix sagen eins. Becca sagt auch eins. Julia sagt auch eins. Die andere Julia sagt auch eins. Beide Julias sind sich einig. Die Nicole sagt zwei. Sagt auch eins. Lea sagt, es werden Mehrlinge. Elisa sagt, es wird eins. Michelli zwei, beziehungsweise mehr. Glaub irgendwie nur eins, aber will Mehrlinge. Du willst immer Mehrlinge, Mini. Du willst mir das Leben immer so schwer wie möglich machen. Test. Merula. Merula eins, Sabine eins, kleines Gavionin eins, Jännchen sagt Mehrlinge. Tiger, wie gesagt, auch Mehrlinge. Sternchen sagt eins. Luisa sagt eins. Mehrlinge. Der Welche sagt auch Mehrlinge. Es gibt Sechslinge. Der Welche don't, ey. Sakura sagt eins. Ich mag Kekse und Teig sagt eins. Okay, ihr Lieben. Oh Gott, Lena. Okay. Schön, eure Meinung zu kennen. Ich bin sehr gespannt. Sax hat unser Bett zerstört. Ich meine ja nur. Okay, seid ihr bereit zu erfahren, ob es ein Kind oder Mehrlinge werden? Ich brauche ein Ja im Chat, sonst mache ich es nicht. Ich muss wissen, ob ihr bereit seid. Seid ihr bereit? Ja, jupp, bin gespannt. Ja, voll, ja, Trommelwirbel, okay. Ihr macht den Trommelwirbel.
Wir sehen es nämlich direkt, wenn ich jetzt auf den Modus gehe. Eins. Es wird ein Baby. Es wird ein Baby. Okay. Es wird eins. Schade Marmelade an euch. Es wird ein Baby. Und jetzt können wir noch eine Abstimmung machen, ob es Junge oder Mädchen ist. Ich schaue jetzt schon mal. Nee, ich schaue nicht. Aber es ist ganz sicher eins, ne? Man sieht das jetzt schon eindeutig, oder? Warte mal, ich häng's mal hin. Ja, es ist definitiv ein Baby. Okay. Zumindest laut Ultraschall, ne? Es gibt ja eine gewisse Prozentwahrscheinlichkeit, dass es sich nochmal wandeln kann, ne? Also es gab schon bei mir den Fall, dass ich dann doch mehr Kinder bekommen habe oder umgedreht, ne? Aber letztlich, also hier steht jetzt, dass es Schiebung. Nee, nein, welche. Nee. Es ist ein Baby. So, wir haben auch nicht geschüttelt oder so. Und wir machen jetzt noch eine Abstimmung, ob es ein Girl oder ein Boy wird. Da könnt ihr dann auch, also ich hoffe, das ist okay, Jasmin. Wenn du das machst, auch noch. Ich hatte eh nur 5.000 gesetzt. Mhm. Oh Mann, ey. Wir machen noch eine. Wenn es geht, Jasmin. Klappt alles? Okay. Schade. Ja. Upsa. Ich glaube, das dauert jetzt noch, bis es abgelaufen ist, oder? Diese Nachricht ausblenden. Jo, ja, Hallöchen. Boah, sag's, ey, das geht gar nicht klar, was du hier machst. Mach so Bett kaputt. Naja. So, ihr könnt die nächste Abstimmung mitmachen. Wird es ein Mädchen oder ein Junge? Falls oben noch die andere Abstimmung angezeigt wird, könnt ihr auf die 3 Punkte klicken und diese ausblenden. Dann müsste die neue angezeigt werden. Ihr könnt jetzt abstimmen, ob es ein Mädchen oder... Wieso denken so viele von euch, es wird ein Mädchen? Wieso denken so viele von euch, es wird ein Mädchen? Ah, da sind die Jungs. Okay. Mhm. Ich gehe gegen den Strom. Ja, Lena und Sternchen auch. Mhm. Ich bin sehr gespannt, ihr Lieben. Danke, Jasmin, für die Vorhersage. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich bin mir auch nicht sicher. Hä? Doch so viele Babyboy? Okay. Hä? Fast alle. Okay. Ich bin für Mädchenbäcker. Ey, wenn du jetzt Luck hast, ne, dann kriegst du alle Punkte. Okay. Trommelwirbel? It's a girl! It's a girl! It's a girl! Wir haben ein kleines Mädchen im Bauch. Das ist so süß. Ich hätte mich auch über den Jungen sehr gefreut. Oh, du Kleines, sagst du. Es ist so süß. We have a girl. Und es ist alles in Ordnung mit dem Baby. Jetzt ist Caleb zufrieden. Legolas ist ein bisschen verstört von dem Besuch beim Frauenarzt vermutlich. Eine kleine Sonnenblume. Oh, wir müssten ja auch einen blumigen Namen geben dann. Ja. Oh, süß. Und nochmal 5.000 weg. Ach ja. Ach, Mini, zum Glück hast du so viele. Ich will gar nicht wissen, wie viele Flauschis du noch hast, ey. Schon so 5 Millionen oder so. Ja, wir müssen das Bett reparieren jetzt. Das ist nur die Frage, weil unser Haus ja wirklich klein ist. Ich weiß gar nicht, wie wir das weiter ausbauen können. Ja, also, ne? Wisst ihr Bescheid?
bisschen 30.000 Flauschis verloren und die Milch vom Pudding ist auch übergekocht. Einfach ein Good Day. Ist einfach ein Good Day, Lena, oder? Wow. Mann, der arme Pudding, ey. Sad ist das. Richtig sad. So, das bauen wir jetzt mal hier hoch. So, dann machen wir da noch so ein Bettchen hin, ein Babybettchen. Und dann können wir da unten ein richtiges Wohnzimmer reinmachen. Rip Lenas Pudding. Oh Mann. Ey, das ist eine richtig geile Tapete, guck mal. Wow! Hä? Nice! Ey, voll hübsch. Dann kann Caleb jetzt auch endlich mal Fernsehen gucken, ohne dass er sie die ganze Zeit weckt. Machen auch mal einen größeren Fernseher dahin. Okay, machen wir nicht, weil wir kein Geld mehr haben. Wir brauchen noch ein Kinderbett. Entschuldigung. Prioritäten, Leute. Das macht man nicht alles für die Samen und Setzlinge. Korrekt. Korrekt. Bäh. So, können wir jetzt bitte ein Babybett machen, weil wir bekommen bald eine Baby. Eine ganz kleine, feine Baby. Oh, süß, guckt. Ich habe wieder tolle Sachen geshoppt. Falls ihr das CC-Shopping-Video noch nicht gesehen habt, schaut es euch an. Da gibt's ganz... Oh, süß, guckt mal. Ja? Oh, ja! Wir haben leider jetzt nicht mehr so viel Geld. Ich würde jetzt mal nichts mehr kaufen und einfach noch ein bisschen abwarten, weil wir wahrscheinlich noch ein bisschen Geld brauchen auch. Was halt blöd ist, ist, dass wir... was ist denn das für ein Ding? Ach so, unser Ultraschallbild. Ja, egal. Wir müssen uns noch ein bisschen um die Pflanzen kümmern. Ja, machen wir noch ein bisschen Energie. Genau, können wir dann immer noch machen, ja. Ja, also das stimmt. Ich freue mich immer nur so 2 Minuten über das Baby. Dann sind die so anstrengend, dann brauche ich wieder was Neues. Also dann brauche ich immer Kleinkinder. Wir plaudern jetzt noch ein bisschen mit Caleb. Der kommt schon wieder. Und Gaming Tink, Hallöchen. Ah, Caleb muss noch... Ich muss noch das Buch fertig schreiben. Meinst du das Kinderbuch? Ja, ja, ich kümmere mich da mal drum. Es wäre ja gut, wenn es fertig ist, bevor das Baby geboren wird. Ja, okay. Telefonfallen, glaubt, da braucht man noch Geld. Ja, Jette, das ist true. Aber ich glaube, sie hat da draus gelernt. Wie gesagt, sie ist ja nicht dumm. Also sie dachte halt, sie wollte ja eigentlich nur nachfragen, was genau die Frau am Telefon meint. Aber sie weiß jetzt, dass sie das nicht mehr so macht. Ne? Also sie lernt da ja auch draus. Das ist schon, sie ist schon eine schlaue Maus. Wenn sie es weiß. Es wird ein Winterbaby, ja? Ja, wird ein Winterbaby. Richtig süß. Wow. Die kleine Pflanzenmaus. Warum bist du denn schon wieder traurig? Ach, wegen dem Film. Okay, und Caleb arbeitet ganz fleißig. Ein Winterbaby. Ja, ja, noch eins, Maren, noch eins. Boah, das dauert immer so lange, das Schreiben an. Aber dieser Laptop ist auch irgendwie geil, oder?
Okay, jetzt quatschen sie noch ein bisschen. Ich weiß halt nicht, was ich groß mit ihr machen soll. Sie kann halt kaum was machen, außer Gärtnern. Sie hat schon wieder Hunger. Sie muss noch mehr Pflanzen absorbieren. Ey, wait! Scheint gerade die Sonne? Kann sie... Ich glaube, die Sonne reicht nicht. Im Sonnenlicht baden. Warte mal, das müssen wir probieren. Es hat ge... Nee, hat's nicht. Hm. Oder? Wie sie läuft. Hm? Das reicht irgendwie nicht, ne? Wow. Lass deinen Pflanzen am sonnigen Tag nach draußen gehen, damit er Licht und Wasser in Nahrung umwandelt und sorgt dafür, dass er hydridings bleibt. Von der Sonne verbrannt? Sie ist ein Pflanzensim. Hallo Anna, schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Genauso sehe ich auch aus. Guckst du auch immer so grimmig? Oh, jetzt guckt sie nicht mehr grimmig. Ich habe nämlich hauptsache ihr Gesichtsausdruck gemeint. Sie guckt richtig grimmig. Guckst du dann immer so grimmig, wenn du irgendwo hinläufst? Ja, sie kann halt nicht viel machen. Hier könnte sie noch erforschen. Düngen mit einer Karotte. Noch ein bisschen husten. Oh, weiterhin gute Besserung, Anna. Aber sonst wieder gut, das freut mich zu hören. Sehr schön. Mir geht's auch gut, danke dir. Ja, Caleb hat sein Buch fertig. Dann mach mal bitte eine Kopie davon. Und dann geben wir das in den Verlag. Also selbst veröffentlichen. Weil er macht das ja hauptsächlich wegen dem Geld, ne? Ich kann was weiterentwickeln. Oh ja. Wie ist denn die Qualität jetzt? Ausgezeichnet. Hä? Unser Buch wurde direkt für einen Preis nominiert? Um 19 Uhr? Heute? Paguna, Brashu und Arva. Okay. Schatz, ich muss noch mal kurz weg. Ich hab da so ein, wegen meinem Buch irgendwie... Ich glaube, ich wurde für einen Preis nominiert. Ich schaue mir das mal an, ja? Wir sehen uns später. Okay, bleib nicht so lang weg und verhau nicht wieder jemanden. Nein, nein. Ey, vielleicht geht sie auch einfach mit. Willst du mit? Ja, ich würde es mir mal anschauen. Wir nehmen sie einfach mit. Sie ist unsere Lady. Wir wollen sie doch vorzeigen. Es wird dir wahrscheinlich nicht so gefallen, aber wir nehmen sie doch mit. Sie ist doch unsere Lady. Leute. Ich glaube, ich habe eine nicht gespeichert. Nee, aber kann ich dann immer noch machen. Ja, toll. Da kommen wir jetzt nicht rein, oder was? Hä, wie dumm ist das denn? Wir können einfach einen Auszug aus unserem Buch vorlesen. Oh, sie hört jetzt das erste Mal einen Auszug aus seinem Buch. Oh, wie süß. Mach das, Melanie, mach das. Oh, wie schön. Sie hört jetzt die ersten Zeilen von seinem neuen Buch. Das ist schon sehr süß, oder? Well. Zoi Traben. Plus Wanu. Steve. Blade. Findest du schön, Legola? Sounds like a drag pelswa. Zarpel.
So. Und wie sieht's aus? Ob wir jetzt einen Preis gewonnen haben? Ich hätte gerne einen Preis gewonnen. Ob die Frau. Octavia! Wow. Octavia hat gewonnen, finde ich richtig scheiße. Ja, Octavia, du bist toll, wir wissen es alle. Warum haben wir nichts gewonnen? Vielleicht kann sie da die... Stimmt, so, Skorpion, wir können ja auch irgendwo hinreisen, um das zu machen. Das ist eine sehr gute Idee. Das machen wir. Ja, haben wir nicht gewonnen, oder was? Können wir jetzt wieder nach Hause? Finde ich richtig blöd. Finde ich richtig blöd. Es geht noch weiter, achso. Also sie freut sich jetzt und vielleicht kriegen wir noch einen anderen Preis. Geduld. Huch. Mann. Trudi, Hallöchen. Rosa, Hallöchen. Das war wohl ich. Ja, das warst du. Ich habe das gerade auf dem Browser noch offen, deswegen. Zeig mal. Oh, schön. Bist du gerade bei Rossmann? Aber ich habe schon so viel Lichter. Oh, aber die ist schon toll. Oh nee, ey. Ich kann jetzt schon wieder eine Lidschattenpalette kaufen. Hör doch auf. Rosok, wie geht es dir? Sag mal, wann ist denn die Preisverleihung zu Ende? Wir kriegen gleich ein Kind, ey, wenn es so weitergeht. Nee, habe ich gerade gesehen. Schon geil, ne? Judith? Och, Judith. Judith Price hat einen Preis gewonnen. Das ist doch kritisch, ey. Das ist doch... Wie nennt man das? Da wurde doch bestimmt irgendwie... Guck, jetzt haben wir schon wieder... Jetzt sind wir schon wieder kein Pflanzensim mehr. Das ist so blöd, immer wenn wir reisen. Ist jetzt diese Verleihung zu Ende endlich? Ah, what? Wir haben einen Preis gewonnen! Für seine fesselnden Schreib- und Erzählkunst erhält Caleb die Starlight-Auszeichnung in der Kategorie Bestes Buch. Wenn er den Preis annimmt, findest du ihn im Haushalt. Wie, als ob er den nicht annimmt? Sag mal. Wow! Ja, danke für den tollen Preis! Wow! Wie muss ich den jetzt annehmen? Caleb, du bist ein echter Star. Wo ist dein Preis jetzt hin? Wow, du bist ein Toller. Cool, er ist ein richtiger Rockstar. Wo ist der Preis jetzt? Hat man da jetzt gar kein Geld für bekommen? Ich frag ja nur. Mir auch, sagt Dankeschön. Und Stachelbeere, Hallöchen. Leute, kriegen wir kein Geld? Ich hätte gerne Geld. Caleb hat im Buch geschrieben, Sandra ist ein richtiger Rockstar. Er sieht dann einfach aus wie ein Rockstar, ey. Ja, gut. Ich wollte ja gar kein Geld. Ich dachte mir, wir brauchen kein Geld. Ich wollte es eh nicht. Nee. Wir nennen das Kind dann Global, wegen Global Award. Ich denke aber, es gibt jetzt mehr Tantiemen für das Buch. Also ich... Wehe, wenn nicht, ey. Sag ich dir. Imran Watson! Oh, hi, Boy! Legola, du bist ein Pflanzensim eigentlich. Gut. Es
Es hat sich schon angehört, du willst dir gerade das Kind gebären, gell? Dann absorbier doch mal bitte die Pflanzen da. Wer braucht denn schon Geld? Und dann musst du schlafen, Legola, gell? Weil du kriegst bald ein Baby. Ach so, wo ist denn unser Schlafzimmer jetzt? Oben. Oh, jetzt muss ich ja noch hochschwanger Treppen steigen. Kritisch, ne? Ja, ist schon spät. Sonst hätte ich nämlich überlegt, laden wir mal seine Schwester ein. Legola, geh mal schlafen. Ja, perfekt. Weil sie muss seine Schwester eigentlich noch kennenlernen. Caleb kann jetzt in Elternzeit gehen. Gut, Caleb schafft eh nichts, ne? Also er ist Latte-Künstler. Macchiato-Künstler. So und both. Das Bett ist echt schön, gell? Oh, wie sie süß sind. Ach, Caleb. Wollte er gerade im Babybett schlafen? Nee. Nee. Was ist sie denn für ein Dämon? Ist ja fast wie ein Dementor. Die vernichtet auch alles an Flora in ihrer Umgebung. Naja, sie ist ein Pflanzensim und sie ernährt sich von der Energie der Pflanzen. Deswegen hat sie diesen Zauber gemacht. Aber wir könnten jetzt echt mal überlegen, also nach Forgotten Hollow brauchen wir eigentlich nicht reisen, weil... Guck, das macht sie jetzt wieder. Er wollte schon mal Probe liegen, ja. Wir könnten uns vielleicht wo scheint denn am meisten die Sonne? Jetzt ist sie natürlich wieder kein Pflanzenzimmer, wenn wir jetzt reisen, aber wo scheint denn am meisten die Sonne? In Prindleton regnet es auch, oder vielleicht in Willow Creek. Solani, Leute, Solani. Verbrennt Caleb in der Sonne? In Oasis. Wir treffen uns hier mal mit Caleb und seiner Schwester. Ich hoffe, dass sie da nicht drauf geht, ne? Finden wir es raus! Ja, gut, Leute. Also, wenn das dann jetzt gleich zu spät ist, dann wissen wir ja Bescheid, ne? Let's have a look, ey. So. Legola, du wirst zum Pflanzensim. Caleb, du rufst deine Schwester an. Wieso regnet es? Nee. Ja, wir machen uns Gedanken um die Kleine, wenn sie dann auf der Welt ist. Lilith schläft? Oh Mann! Nee, noch nicht. Ja, die Sonne scheint. Intensiver Kuss. Leute, nicht in aller Öffentlichkeit. Ah. Burbachel Leaf. Is Beniba Whelm. Pator. Fuasha Zabris. Buribi Domse. Befala Narble. Vinbet. Yibs. Blurna Pafen Skuma. Ja, ja, auf jeden Fall, Becker. Fände ich auch schön. Definitiv. Flagisi. Also. Ob ihr euch mal aus dem Schatten bewegen wollt, vielleicht? Caleb hat kein Problem mit dem Sonnenlicht. Das ist doch schön. 6 Simoleons Tantiemen für ein Buch, das ausgezeichnet wurde. Da fragt man sich, was läuft hier falsch? Ja.
Ey, warte mal, das ging doch höher, oder? Oh, ihr Süßen, ne? Oh, sie hat doll Durst. Aha. Wir nehmen uns mal besser ein Glas Wasser. Trinkt es mal schnell. Ob du bitte dein Wasser austrinken möchtest? Maus, es ist ein bisschen viel, wenn du da jetzt nichts trinkst. Gut. So mag ich das. Immer schön auf die Sandra hören. Ja, behorm. Lasse deinen Sim... Ja, aber irgendwie... Dann geh doch mal bitte hier hin. Guck mal, setz dich doch mal bitte in die Sonne auch. Oh, aha. Sie sieht so schön aus. Okay, können wir uns hier irgendwo um Pflanzen kümmern? Gibt's hier welche? Nee, ne? Sind alles nur Deko-Pflanzen. Ey, da ist ein Promi! Und ein Paparazzi. Wo ist unser Mann eigentlich? Ach ja, er rennt hier rum. Jetzt setz dich doch bitte... Oh, wir haben's gleich! Geh bitte wieder raus, Girl! Setz sie sich rein, gell? Ey, ich glaube, ich spinne. In Hanford regnet's doch wieder nur. Strahl Freude aus. Ja, das hat schon geklappt. Oh, oh, ihr Süßen. Ja, wir haben es geschafft. Ich wollte aber wirklich gerne die Schwester von Caleb treffen. Ah, die Entbindung ist in. Ich glaube, ihr Lieben, wir kriegen das Kind im nächsten Stream. Dann haben wir einen ganz tollen Cliffhanger, worüber wir uns dann riesig freuen, wenn wir das nächste Mal wieder live sind. Hä? Was sagt ihr? Ist gut, ist nicht gut, ist gut, ist nicht gut, ist gut. Ja, doch, doch. Weil, dann freuen wir uns einfach aufs nächste. Doch, doch, doch. Weil dann freuen wir uns einfach mega auf den nächsten Stream, wenn wir dann wieder am Start sind. Cliff Sandra, ganz genau. Und dann kriegen wir ein kleines Babygirl. Und ihr könnt euch ja schon mal über Namen Gedanken machen. Ihr könnt, so kann ich den YouTube-Zuschauern halt auch die Chance geben, Namen in die Kommentare zu schreiben. Also gerne könnt ihr auch Kommentare verfassen und Namensvorschläge machen. Ja. Nee, Rusok, nee, nee. Kannst du direkt abschminken. Abschminken. Genau. Wir gucken mal, wann wir wieder spielen. Wahrscheinlich nächste Woche, Anfang nächster Woche. Nein, tut's das nicht an. Ich habe euch doch wenigstens diesmal verraten, was es wird. Sonst lasse ich euch ja ganz lange auch einfach zappeln und sag ja noch nicht mal, was es wird. Das mache ich ja diesmal gar nicht. Ne? Das mache ich ja diesmal gar nicht. So kann ich nicht schlafen. Leute, wir wissen doch, was wird. Es wird ein Mädchen. Es ist nur noch nicht klar, welchen Namen. Na? Es ist nur noch nicht klar, welchen Namen. Ich beende jetzt erst die YouTube-Aufnahme, dann können wir gerne noch ein bisschen quatschen. Ihr Lieben auf YouTube, also schreibt mir gerne Namensvorschläge in die Kommentare. Ich würde mich sehr freuen. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal und tschüssli.